So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben es geschafft. Wir sind bei Teil 2 von 3 angelangt für die heutigen Community Raids. Ihr wisst, normalerweise gibt es einen Community Raid beim Raid-Boss-Wechsel live vor Ort an der Arena. Weil es diesmal 3 sind, hatte ich ja gefragt und dann hieß es, und so machen wir das jetzt. Wir werden also 3 Community Raids heute versuchen zu posten, auszutragen, zu filmen, hochzuladen. Dafür gibt es ja heute keinen Stream. Der erste, der Überraschungsraid, ihr wisst es ja bestimmt jetzt alles schon, war Terrakium. Der beste kam also zuerst. Der zweite, hatte ich Glück, der aufging, war Cobalium. Den werden wir jetzt gleich machen. Und ich habe euch was mitgebracht. Beim ersten Raid in der Lobby hat nämlich eine Person gefehlt. Ich muss mich korrigieren, es war nicht Gusidarit, es war Nikolaus. Und weil der Nikolaus gefehlt hat, habe ich jetzt hier diese Socke dabei, diesen Nikolaus-Stiefel. Ich brauche nämlich eine Unterlage. Das hier ist nämlich die Arena. Das ist Pupsi. Sieht man an der Füße. Hallo Pupsi. Das ist die Golden Gate Bridge. Das ist die Arena, wo wir jetzt stehen. Und hier ist alles schmierig und deswegen lege ich jetzt diese Nikolaus-Mütze dahin. Und sage euch gleich mal, wen wir jetzt einladen zum Cobalium-Raid. Ja? Wir gehen mal hier wieder auf den Community-Tab. Der ist 12.20 Uhr aufgegangen und ich habe den für 12.50 Uhr gepostet. Jetzt ist ja das Ding, ich muss immer erst warten, bis der auf ist, damit ich sehe, was drin ist und dann das posten kann. Wir dürfen ja kein Terrakium machen, haben wir ja schon. Wir dürfen jetzt dann auch kein Cobalium mehr machen. Das heißt, der dritte Raid wird das schwierigste, weil es ja immer sein kann, dass Terrakium und Cobalium aufgehen. Ich dann aber auf Viridium warten muss. Habe ich hier gepostet im Community-Tab, 12.50 Uhr, Cobalium Community Raid, haben sich Leute eingetragen. Ich lese wieder vor, ich zeige euch das. Aluhut, Leon, Sascha, Madu, Givi Kyler. Das sind die 5 auf dem einen Handy, sind eigentlich fast dieselben wie vorhin. Nur Aluhut und Givi Kyler sind neu dabei. Dann haben wir Shenaya, Lightning Vera, Meister Yanni, Manrode, Blood and Tears. Hier hat nur Shenaya überlebt, die anderen sind durchweggehend neu, waren vorhin nicht dabei, sind jetzt dabei bei Cobalium. Die werden alle eingeladen, 12.50 Uhr und so, in die App muss ich auch noch rein. Ich werde jetzt fix noch was fangen für den Übergang und ich habe auch zwischendurch im Community-Tab nochmal gepostet, nochmal den Hinweis, achtet bitte auf die Geschenke momentan. Ihr könnt ja jetzt bis zu 45 Geschenke aufmachen während des Lichtfestivals, aber die Level-Ups gehen doppelt so schnell. Das heißt, ihr steigt nicht nur eine Stufe, ihr steigt gleich 2 Stufen, also 2 Interaktionen, obwohl ihr nur eine macht. Achtet darauf, ärgert nicht eure Mitmenschen, ärgert nicht euch selbst, ihr ärgert euch, ich weiß, ihr wollt Punkte, ihr geht da rein, ihr drückt da drauf, alles ist schwarz. Und ihr sagt, hä, wieso kriege ich denn jetzt die Punkte? Da stande 2, jetzt habe ich kein Ei angehabt. Achtet drauf, bitte während des Lichtfestivals doppelt so schnell interagieren, ja. Was ist das denn hier? Ich glaube, das Handy macht Faxen. Grüße an Shenaya wegen Faxe. Wir jetzt schnell was fangen und melden uns gleich, wenn der Raid aufgeht. So, zwischendurch noch beim Hibu-Haus angerufen, denn der Ramses hat endlich wieder Geschmack. Pupsi hat Hunger. Das heißt, wir werden nach dem Raid schnell was zu essen holen. Ich mache jetzt wieder eine private Lobby auf. Pupsi, hörst du den Trainercode, den Lobbycode? Ich habe jetzt alle angenommen, beziehungsweise alle haben angenommen, aber irgendwie GW Kyler die Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen. Weiß ich nicht, ob der das jetzt noch in dieser Sekunde macht oder ob er es verpasst. Ich drücke jetzt hier wieder private Gruppe. Das seht ihr jetzt erstmal nicht. Gruppe erstellen. Smetbo, Glumanda und Bisasam. So, hier okay, hier los. Jetzt sind die alle in der gleichen Truppe. Jetzt muss ich erst einladen. Fertig, fertig. Manrode, Meister Yanni, Lightning Vera, Blood and Tears, Shenaya, Aluhut, Leon, XMX, Madu, Sascha. Jetzt gehe ich mit dem Großen auch hier rein. Guck nochmal, ob unser GW Kyler jetzt da ist. GW? Ich habe keinen GW Kyler. Ich habe aber geaddet. Da bin ich mir jetzt keiner Schuld bewusst. So, bist du drin? Ja, Mäusekind sehe ich. Machen wir ja auch. Smetbo, Glumanda, Bisasam gehen da rein. Ist der zweite freie Pass. Ich habe gestern nämlich extra keinen Raid gemacht, damit ich heute 2 freie habe. Damit mir das nicht so teuer ist bei den Community Raids.
Ich konnte gestern aber auch gar nicht. Wir waren ja von theoretisch von 7 bis 21 Uhr unterwegs. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, sag mal. Alles ist drin. Kobalium ist ein Kampf-Pokémon. Kobalium ist ein Stahl-Pokémon. Ihr könnt also im Prinzip Kampf gegen Kobalium nehmen. Ihr könnt aber auch Feuer gegen Kobalium nehmen. Werde waren irgendwas mit 17. Hat hoffentlich keinen Wetterboost, aber Terrakium vorhin hat Wetterboost gehabt. Wir hauen jetzt einfach drauf, knüppeln das weg, tüten es mal ein, mal gucken, ob ein 100er dabei ist, mal gucken, ob ein Shiny dabei ist. Ihr schreibt auch wieder rein, ob ihr was Gutes bekommen habt. Lightning Vera, Mr. Janni, Manrode. Dann sind wir jetzt 10, 11, 12, 13, 14, 15, minus der eine sind es wieder 14. Ich sehe aber 13, das heißt theoretisch fehlen 2. Wenn ihr wisst, wer die 2 sind, die fehlen, schreibt es mal rein oder behaltet es für euch. Oder falls ihr keinen Pass mehr hattet, es gibt ja immer irgendwo irgendwas. Hauen den jetzt weg. Ich versuche diesmal auch mal hier drauf zu drücken, sodass ich das Treff Hitzekoller am besten, ja, bei meinen Moves. Ist immer schwer. Ich habe schon reduziert. Ich stand ja sonst eigentlich immer mit 6 Handys da am Raid und habe mit 6 Handys den Community Raid gemacht. Jetzt stehe ich nur mit 3 Handys da. Nämlich mit den 2 Einladehandys plus meinem Hauptaccount, der halt auch mitspielt. Sonst wären das eigentlich immer 16. Ich 6 und 10 Eingeladene. Plus Pupsi 2 wären es heute sogar 18. Aber das haben wir ja feierlich weggelassen. Bis jetzt sieht es also wirklich auch so aus, dass morgen am Samstag das erste von den dreien, was wir bei Raids für Zuschauer posten, wohl Terrakium sein wird. Weil das jetzt die meisten Stimmen hat. Heißt aber dann, dass am Sonntag kein Terrakium mehr gepostet wird. Und dass auch nächste Woche Sonntag kein Terrakium mehr gepostet wird. Ich hätte mir Terrakium für den Schluss aufgehoben, weil das einfach das Beste ist. Was? Du sagst die ganze Zeit gepostet. Und weiter? Das heißt gehostet. In welchem Zusammenhang? Na, ihr hostet doch Raids für Zuschauer. Ja, aber ich poste ja den Stream. Oh. Und ich werde das nicht mehr posten, dass das gemacht wird. Deswegen glaube ich, dass das auch so gehen würde, ohne irgendwas. Kennt ihr immer diese Korinthen, die dann immer so, ja, hier haben wir auf jeden Fall kein Shiny, hier haben wir auch keinen Shiny, hier haben wir auch keins, aber es ist schon wieder mit Wetterboost, weil da ist so eine Wolke dran, ja, und es ist ein 2095, was ist dein Bestes? 2116. Was? 2116. Das ist das Beste bis jetzt. Na, dann ist ja eh egal. Ich habe 21,80 als Bestes, aber mein Main hat die 20,95. Hier seht ihr auch wieder ganz deutlich, dass der sich eigentlich richtig cool fangen lässt. Denn der... Man hatte 21,31 und man hatte nur 86%. Der hüpft nämlich auch nur ein bisschen hoch, greift oft an, aber er geht nicht nach links und rechts. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist, weil es nieselt, dass immer zu Tropfen auf dem Bildschirm sind. Und man hier rumschmiert, aber wenn ihr natürlich Geduld habt, ja. Sag mal, hat das schon wieder Zuckerwatte am Hals kleben? Das ist ja wie Darkrai, ja. Das hat die Frisur vom Darkrai genommen und hat sich so einfach vorne an den Pelz geklebt, damit es lustiger aussieht. Das mache ich wieder zu, das mache ich wieder zu, das stecke ich ein, bevor noch alles komplett durchnässt ist. Hier lassen wir uns aber trotzdem Zeit mit dem Fang, um euch zu zeigen, dass das wirklich, wie man das macht, wie man effektiv fängt. Die ersten paar Versuche waren halt verkackt, muss man so sagen. Aber eigentlich, wenn ihr den Kreis eingestellt habt, dass der auf einfach fabelhaft geht, solltet ihr wirklich die Geduld aufbringen, zu warten, bis der angreift und aufhört zu hüpfen. Ich check den seine Attacke nicht. Naja, egal. Hau mal halt einfach wild drauf, dann ist es halt so. Denn der macht Geräusche und bewegt sich nicht. Und dann, also ich weiß ich nicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Und hüpf. Vielleicht ist das so eine Babyseerobbe, die es sich einfach vorne dran gebunden hat, wie die Mütter mit ihren Babys, wenn die durch die Gegend... Ah, Alter, der greift einfach nicht an. Jetzt greift er an und dann könnt ihr jetzt theoretisch curven und ihr müsst, glaube ich, aber ein bisschen mehr Kraft aufwenden als beim Terrakium. Er sitzt irgendwie weiter hinten, habe ich das Gefühl. Ah,
vergesst einfach die Geduld, ne? Wir hauen jetzt einfach drauf und gucken, ob das passt. Eins, zwei, nix, Bäre, zack. Wir haben immer noch 13 Versuche. Wir curven weiter. Was machst du da? Katzenhaare. Ja, aber lass sie doch dran, die habe ich extra gesammelt. Sonst muss ich den Adi wieder nehmen und mich damit einreiben, bis alles übersät ist. So, der ist drin mit schlechten Würfen. Das heißt, den müsstet ihr eigentlich auch kriegen, wenn ihr Geduld habt. Nicht so wie ich. Das gucken wir uns mal an. Der hat 11, 10 und 15 in der Nähe von Straufhain, Thüringen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, achtet auf die Level-Ups. Ja? Ich habe so zwei Leute hab ich gelöscht. Hier, 17, Lydia. Die war nicht dabei bei den Freunden. Das heißt, die tue ich jetzt auch rauspacken. Da müssen wir behende sein. Ich habe heute schon zwei Plätze freigemacht bei den Freunden. 17 Lydia. Meltan. Ach, guck mal, C-Day. Level up am C-Day. Joa, jetzt halt nicht mehr. Jetzt hat sich's halt erledigt. Markiere ich mir mit Löschen, tue ich dann raus und dann weiß ich, wenn die mich anfragt, dass ich die wieder rausnehmen kann. Außer sie meldet sich halt mal irgendwo in einem Stream oder sonst wo und man kann erklären, wieso man sie gelöscht hat, dass beim nächsten Mal man drauf achtet oder bevor sie euch öffnet, sie das weiß und es bei euch nicht passiert. Ich bin da ja gar nicht egoistisch. Ich denke an euch, das ist es ja. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin, beziehungsweise wir sehen uns nachher nochmal, wenn wir ein Viridium finden. Und schreibt mal rein, ob ihr jetzt ein Shiny bekommen habt oder ein gutes und was ihr davon noch braucht. Ich habe 200%ige Kobaldium, ich habe Shinies, ich brauche damit gar nichts mehr. XL zum Hochziehen vielleicht, aber ich möchte lieber die Raid-Pässe eben für Terrakium machen. Jetzt in der Zeit, wo die drei da sind. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Pupsi. Schrei doch nicht so rum, was soll denn? Spaß.